Tag 9. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Ach, und wir wurden ausgeplündert. Scheiße. Bruno wurde leicht verletzt. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe. Aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Bruno wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Haben doch schon zwei. Okay, aber es wurde nichts gestohlen. Aber Bruno ist schon wieder verletzt, ey. Boah, er wird ständig verletzt. Gleich verletzt und hungrig. Komm, leg dich mal hin, ey. So, und jetzt bauen wir echt mal mehr. Wie geht's dir? Du bist müde. Du schläfst auch. Wir können jetzt gerade diesen Tag können wir nicht viel reißen. Wir werden uns erstmal darum kümmern, dass wir hier Waffen herstellen können. Können wir immer noch nicht. Oh, Leute. Können wir uns ein bisschen verbarrikadieren vielleicht? Der ist sehr hungrig, der muss unbedingt essen. Ja, das können wir machen. Okay. Herstellen. Scheiße, der ist sehr hungrig. Er muss echt essen. Können wir noch was kochen? Bruno, du musst nochmal aufstehen und kochen. Ich habe seit Tagen nicht gegessen. Oh nein. Wir müssen aufpassen, dass er nicht verhungert, ey. Komm, Bruno, mach mal hier. Okay, uns fehlt nur Holz. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Wie viel können wir machen? Nur eins. Okay, scheiße. Da er sehr hungrig ist, kriegt er das. Wie geht's denn der Kleinen? Traurig, aber sie ist nicht hungrig, immerhin. Habe ich jetzt zwei angewählt? Ach scheiße, ich wollte nur eins machen. Naja, gut, ist auch nicht so schlimm. Ich vermisse mein altes Zimmer, Tante und meine Spielsachen. Komm, ich rede mal mit der. Wenn die müde ist. Oh, wie ist die jetzt aufgestanden? Das war ja cool. So, du bist verletzt. Leicht verletzt bist du. Scheiße. Nutze ich jetzt die Bandage? Oder nehme ich die mit? Ah! Oh, wir haben mehr zu essen. Sehr gut. So, du hast verbarrikadiert. Leg nicht mal hin, du bist echt scheißmüde. Erstmal essen. So. Oh, und wir haben Rattenfleisch. Yam, yam, yam. Rattenfleisch. Aber wir haben Holz. Können wir noch was? Nee, das machen wir nicht. Dafür holen wir noch was. Das hatten wir, glaube ich, in dem Haus, in dem ersten, ne? Da hatten wir so viel. Da musst du noch mal was kochen gehen. So, du legst dich wieder hin. Die ist immer noch traurig, aber es wird schon. So, und du musst dringend schlafen. Komm, geh mal schneller ins Bett. Und du kochst jetzt noch was daraus, was wir da haben. Wir können nur noch eins machen, weil wir nicht genug Wasser haben. Okay, immerhin. Sie ist nicht hungrig. Ist auch nicht hungrig. Ja, komm, der Bruno kriegt das dann jetzt, weil der verletzt ist. So. So sieht's aus. Alles klar, dann legen wir den auch noch hin und mehr können wir dann erstmal nicht reißen. Also ich will die Materialien nicht für irgendeinen Blödsinn verschwenden. Oder warte mal, können wir uns noch mehr barrikadieren? Das ist nur eine Schramme. Nee, können wir nicht. Okay, jetzt fehlt Holz. Wir können Destillateur und sowas bauen. Das machen wir aber nicht. Das brauchen wir alles nicht. Das ist alles so eine Sache. Das können wir immer noch machen. Nee, wir... Aufwerten konnten wir ja nicht. Wir brauchen also nochmal viel mehr Materialien. Dann lege ich den schlafen. Dann nehme ich, glaube ich, Bandagen und so das nächste Mal mit. Die Kleine ist traurig. Komm, geh schaukeln. Schaukeln ist die Antwort auf alles. Auf alles. Ja, theoretisch können wir nicht mehr machen. Ich hatte jetzt gesagt, wir warten noch. Vielleicht kommt jemand vorbei. Aber jetzt hier so rumzuhängen und nichts zu tun, ist auch irgendwie doof. Finde ich. Wir können halt überhaupt nichts tun mehr. Das heißt, wir beenden den Tag jetzt. Komm. Die Nacht. So, nochmal plündern. Sind alle hungrig. Okay, du schläfst im Bett, du hältst Wache. Du gehst plündern. Man kann uns nicht mehr wirklich viel wegnehmen gerade, ne? Schon, aber... Komm, wir lassen ihn im Bett, weil er leicht verletzt ist. Alles klar. Autowerkstatt. Vorbereiten. So, dann nehmen wir mal Medikamente mit. Oder Bandagen, ne? Komm. Wir nehmen mal...
das mit. Bandagen lassen wir da, oder? Wir nehmen mal nur die Medikamente mit. Oder beides. Soll ich beides mal machen? Das ist immer so eine Sache, ne? Wir müssen halt auch auf uns selbst achten. Warte mal. Wie war das denn hier? Eine Menge Medikamente. Wir hatten doch hier noch so viel. Komm, dann gehen wir danach mal in das bombardierte Haus, oder? Oder hier. Eine etwas Materialien, Medikamente, eine Menge Waffen, etwas Teile. Da können wir halt immer noch mal hin. Reisebüro. Oh, ist auch offen. Eine große Menge Lebensmittel. Aber da sind welche. Die werden das beanspruchen. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Oh, Lagerhaus ist auch neu. Eine Menge Lebensmittel, aber Gefahr. Wir gehen jetzt erst nochmal in die Autowerkstatt und wir nehmen... Sind wir so? Nehmen wir beides mit? Wir können das ja erhandeln. Der ist ja Händler. Wir können ja was dafür bekommen. Essen zum Beispiel. Oder wir schenken ihm das einfach. Wir können ja mal schauen. Wir können ja großzügig handeln. Ne? Machen wir das. Oder warte mal. Sollen wir uns erstmal nochmal umsehen? Wir können ja mal gucken, was wir hier so finden, bevor ich dem was gebe. Warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall Teile. Weil wir waren hier oben, können wir noch überall plündern. Ich komme gleich wieder, alles cool. Ich will mich aber hier erst nochmal umsehen. Oh, hier sind richtig viele Teile. Ach, hier. Oh, da kommen wir nicht mehr weiter. Ein Gitter. Warte mal. Es ist die Frage, ob wir bei denen dann einbrechen oder ob wir hier noch plündern können. Ich würde mal sagen, wir können hier noch plündern. Diese Tür ist vergittert. Ich brauche ein Sägeblatt, um durchzukommen. Hatte der nicht ein Sägeblatt? Der hat doch ein Sägeblatt. Habe ich richtig geguckt, ne? War die richtige Idee, erst zu gucken und dann zu handeln. So, hi. Bist du da? Komm, ich handle mit dir. Gib dir Medikamente. Dafür hätte ich aber gerne ein Sägeblatt. Und vielleicht was zu essen? Ja. Ist immer noch ein verdammt gutes Angebot. Ist immer noch ein verdammt gutes Angebot. Das ist gut. Dann machen wir das so. Komm, 3 Dosen dafür. Danke, das ist eine große Hilfe. Ja, du uns auch. So, dann machen wir das hier mal auf, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch... Es gehört aber zu deren Haus. Wir müssen mal schauen, ob wir die beklauen. Die Tür ist vergittert, ja. Seit der Bombardierung kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Ich bin müde, ich gehe besser zum Bett. Dieser Gegenstand ist kaputt. Ach so, die Sägeblätter gehen direkt kaputt. Mal gucken. Okay. Gehe ich hier mal runter? Ach, hier, das Fenster. Ich dachte schon, wer ist denn da? In einer Notiz steht, Sophia, wir haben deinen Schmuck genommen. Es tut mir so leid. Wir müssen den Bootsmann bezahlen, der uns rausschmuggelt. Wir können nicht länger warten. Ich werde es später 100 Mal gut machen. Leon, okay. Hier ist jetzt noch nicht so viel. Hier ist noch ein Graffiti. Ja, hier können wir plündern. Sehr gut. Was ist im Keller? Gehört der jetzt auch zu denen? Hier können wir auch nochmal plündern. Sehr gut. Man hat ja eben gesehen, hier dann ist da so eine Hand, wenn man stiehlt. Und das... tun wir hier in dem Fall nicht. Das ist also gut. Und wir haben hier echt viel Materialien. Das ist super gut. Eigentlich könnten wir schon fast wieder gehen. Was haben wir hier noch? Weil wir brauchten auch viel Holz, ne? Okay, nochmal Materialien. Kommen wir hier durch? Ach, das ist... Nee, das ist deren Zuhause. Da gehen wir nicht hin. Okay, ja. Können wir zwar nochmal zurückkommen, aber jetzt haben wir noch irgendwas, was Wertvolleres. Oh, hier ist voll viel, guck mal. Oh, hier, für die Ratten. Das nehmen wir auch noch mit, das ersetzen wir durch das, glaube ich, ne? Ja. Haben wir sowas nochmal vielleicht? Das wäre cool. Weil das immer so ein Inventarplatz dafür zu verschwenden, ist immer so eine Sache. Das finde ich nicht so gut.
Ja, perfekt. Perfekt. So muss das sein. Und jetzt hier nochmal. Komm. Nein, okay. Materialien jetzt. Ich hoffe, das ist so okay. Warte mal. Ja, ich hoffe, das haut hin, dass wir jetzt was bauen können. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Guck mal, direkt Ausgang. Perfekt. War doch praktisch. Komm, du kannst auch schneller gehen. Ist ja nichts. Oh, meine Güte. Bei welchem Tag sind wir denn jetzt? Ich spiele schon so lang. Ist gerade gar nicht geguckt. Müssen wir gleich ein Päuschen machen. Tag 10, okay. 30 habe ich gemacht, ne? Dauert also noch ein bisschen. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Und wie... Ah, wir wurden nicht ausgeplündert. Alles ist cool. Sehr gut. Du bist hungrig, dann isst du was und dann gehst du direkt pennen. Und du bist sehr hungrig. Dann musst du auch was essen. Du redest aber erst mit der Kleinen. Einfach, weil die gerade da steht. So. Bist du auch müde? Ja, du bist auch müde. Ja, dann kannst du vielleicht erstmal was bauen. Wir müssen jetzt hier unbedingt uns darum kümmern. Ja. Warte mal. Moment. Was wollten wir vorher machen? Na, wir machen das jetzt. Wir brauchen die Waffe. Tante, kannst du mir die Haare kämmen? Oh. Nein. Ja, hast du eine Bürste dabei? Hast du eine Bürste dabei? Nee, habe ich nicht. Juhu. Habe ich hier. Hier, bitte. Okay. Sehr gut. Meine Güte, deine Haare sind aber durcheinander. Sie sind die ganze Zeit unter der Mütze drunter. 17 Grad ist immer noch warm, das ist super. Ich weiß. Ja, ich weiß. So. Oh, uns fehlen noch Waffenteile. Verdammt! Aber eine Axt könnten wir auch herstellen. Da fehlen uns auch Waffenteile für. Okay, wir brauchen also Waffenteile. Gut, können wir noch was anderes machen? Scheiße. Nichts Sinnvolles. Kacke. Ach, Leute, ist doch blöd. Na ja, dann geht pennen. Was ist mit dir? Du bist immer noch leicht verletzt. Wir haben jetzt gar keine Bandagen, nichts mehr. Hungrig bist du. Dann geh mal was essen. Was ist mit der Kleinen? Hat die auch Hunger? Ja. Okay, wir haben dann noch 3. 2 noch. Irgendjemand muss hungern. Was ist mit den Ratten? Da müssen wir uns auch drum kümmern. Leicht verletzt. Da klopft jemand an der Tür. Okay. Wir haben kein Dings mehr. Okay, fuck. Dann gehen wir hier runter. Und du gehst mal an die Tür. Ach, der Händler. Wie praktisch. Mal gucken, ob der jetzt ein bisschen handeln, ob wir da ein bisschen was machen können. Hast du zufällig Waffenteile? Das wäre echt gut. Er hat keine Waffenteile. Shit. Aber Nahrung hat er. Aber kein Wasser. Wir brauchen Wasser. Kacke. Der bringt uns gar nichts, der Händler gerade. Toll. Das Einzige, was wir machen könnten, wir können uns noch verbarrikadieren. Shit. Die ist sehr hungrig. Oh, Mist. Hier, da können wir nochmal was... Ach, das kann ich dir beibringen. Das ist gut. Das machen wir mal. Wir bringen dir das bei. So, und du? Wo willst du hin? Warte mal. Nee, doch, hier habe ich ja gesagt. Stimmt. Der bringt dir das jetzt bei, wie man eine Rattenfalle macht. Was ist hiermit? Was fehlt uns dafür? 5 Holz. Dann werden wir 5 Holz beim Händler kaufen. Das machen wir. So. 5 Holz bräuchten wir bitte. So. Reicht Zucker? Nein, okay, shit. Was haben wir denn noch? Den, das können wir weg. Nee, das brauchen wir echt nicht. Gut, wir können uns einigen. Okay. Warte mal, kann ich den Zucker wieder weg? Nein. Doch! Ah, sehr gut. Aber noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Außer Nahrung natürlich, aber... Das ist alles irgendwie uncool gerade. Nee, komm, wir lassen das so.
dabei belassen wir das und dann verbarrikadieren wir uns noch. Aber die muss jetzt erstmal essen, ey. Die kippt ja bald um. Kann die Kleine jetzt nichts essen, obwohl die könnte ja auch so einfach ein Stück Fleisch essen. Ich meine, das reicht ja. Die ist hungrig, ne? Ja. Weil die kriegt das gerade beigebracht. Nein. Fallen für Kleintiere. Wie Kaninchen? So in etwa. Eher für Ratten. I. Kommt jetzt I? I, ja. Warum das? Wo sind meine Zigaretten? Ja, rauch dir mal eine, Junge. Genau. Und du, Kleine, du isst jetzt das letzte Stück Fleisch. Du bist leicht verletzt. Kannst du rauchen? Geh noch rauchen. Wir lassen den mal in Ruhe, weil ich meine, dann setzt er sich irgendwo hin und raucht, wenn wir den einfach lassen. Ich blute aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Haben wir denn noch Zigaretten? Nein, wir haben gar keine Zigaretten mehr. Okay, der hat schon alles weggeraucht anscheinend. Ja, dann leg dich ins Bett. Dann können wir nicht mehr machen. Sollten wir es nicht zuerst kochen? Ja, schon, aber ist nichts, geht nicht. Können nicht kochen. Gerade. Ja, ist kein guter Tag, aber immerhin. Ach nee, hier. Ah, Blödsinn. Ich wollte doch... Ich habe doch Holz gekauft extra. Ach nee, guck mal, der ist wach. Dann lassen wir den das machen. Ich wollte doch noch mich verbarrikadieren. So, hier, das machen wir noch. Herstellen. Dann sind wir noch ein bisschen besser geschützt. Immerhin. Wenn wir uns gegenseitig die letzte Nacht helfen... Okay, wenigstens ist es warm. Scheiße, ich konnte es nicht lesen. Ging zu schnell. Ah, ja, wir müssen dann gleich mal gucken. Wegen Waffenteilen. Ich glaube, in dem Haus, wo wir am Anfang waren, da haben wir einiges zurückgelassen. Meine ich. Ja, haben wir jetzt auch nichts zu essen gerade. Theoretisch wäre es halt klug, auch zu einem neuen Ort zu gehen. Das Lagerhaus. Okay, du schläfst. Du bist hungrig, aber zufrieden. Also hältst du Wache. Und du plünderst. Gefahr, scheiße. Okay, Autowerkstatt. Da hatten wir noch so viele Teile. Aber Lebensmittel und so, das wird alles denen gehören. Das machen wir nicht. Da waren keine Waffenteile. Bordell waren wir immer noch nicht. Was ist denn hier? Irgendwo hatten wir noch so viel Kram noch rumfliegen. Eine große Menge Waffen. Da gehen wir dahin. Da müssen wir nichts mitnehmen. Das machen wir. Ne? Das machen wir. So, dann holen wir den Kram hier. Stimmt, wir hatten ja alles hier im Kühlschrank getan. Das war das, ne? Guck mal, hier haben wir die Ratte reingelassen. Da läuft sie. So, guckt euch das an, was hier noch abgeht. What the fuck? Ja, gut. Das nehmen wir alles mit. Alles, was jetzt wertvoll ist, weil wir kommen hier wahrscheinlich nicht nochmal hin. Das könnten wir gut gebrauchen, Munition zu machen. Wir brauchen Wasser. Das ist zwar aber nur eins, aber trotzdem. Und Teile brauchen wir auch. Munition nehme ich mit. Aber wir haben keine Waffenteile, ne? Scheiße. Das ist schlecht. Aber immerhin haben wir hier so ein bisschen Kram noch. Tja. So ein bisschen so lala, ne? Was ist denn mit Alkohol? Schnaps. Dinge werden einfacher, wenn du ihn trinkst. Zumindest kommt es einem so vor. Es ist eine gute Handelsware. Ja, aber der Händler war jetzt gerade erst da. Wenn wir das jetzt mitnehmen, das bringt uns jetzt erstmal nichts. Das ist alles ziemlich gut. Hatten wir hier irgendwo was vergessen? Ach, hier draußen, der Typ. Hatte der denn noch was? Nein. Hier unten? Ist alles weg, ne? Alles leergeräumt. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch Waffenteile haben. Hier ist nur, also war hier nur Munition. Scheiße. Das ist halt doof, ne? Das ist halt... Ah, guck mal hier. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt hier. Ich glaube, das ist so tatsächlich besser. Ja. Aber die Zigarette... Ach.
Wir brauchen eher Wasser. Sorry, Bruno. So, dann war's das hier. Dann ist das so. Kann man nichts dran ändern. Tag 11. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Und? Ah, oh, es ist die Nacht war ruhig. Das ist so gut. Das ist so gut. Dann geh mal... Ach nee, der Bruno ist da. Dann geh mal hier pennen. So. Du bist zufrieden. Red mal mit der. Was ist mit Bruno? Du kannst aufstehen, Junge. So. Wir haben gar nicht so futtern gerade. Shit. Aber wir haben Materialien und so mitgebracht. Immerhin. Mein Magen knurrt. Ja, ich weiß. Einen Tag müsste er noch ausharren. Ich hoffe, beim nächsten kriegen wir mehr. Hier konnten wir nichts machen. Wegen den Waffenteilen. Wir könnten noch ein Messer herstellen. Das mache ich aber nicht. Eine Schaufel brauchen wir nicht. Eine Axt bräuchten wir, aber das machen wir alles nicht. So, was können wir hier noch machen? Hier so Kräuterwerkstätte, aber das ist alles so... Das brauchen wir alles jetzt in der Zeit eigentlich nicht. Wir können jetzt noch hier noch einen Filter machen, nochmal Wasser filtern, dass wir halt auch mehr herstellen können. Aber sonst können wir nicht viel machen heute. Die haben noch... Die Zigarette haben wir ja nicht mitgenommen, ne? Zufrieden redet, müde. Okay, du gehst danach schlafen. Und du... Was hast du jetzt gemacht? Ach ja, Filter, hier. Immerhin lachen die und sind zufrieden, irgendwie. So. Sind aber alle hungrig. Wir brauchen das nächste Mal dringend Essen. Jetzt haben wir hier so viel Medikamente und so, aber kein Futter, ne? Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Offensive gehen. Es wird also unbequem. Aber so geht das nicht weiter. So, du bist am Pennen. Weiß nicht, kannst du dich auch hinlegen? Wir könnten mal Radio hören. Die Bio hat sich aktualisiert von dem. Guck ich mal eben rein. Oh, meine Geschichte. Meine beste Freundin machte sich immer große Sorgen. Eines Tages... Warte mal. 8? Nee, warte. Nach unten? Ach, so rum läuft das. Tag 7. So hungrig. Ich würde alles für eine Dose Fleisch geben. Okay. Oh Mann. Meine beste Freundin machte sich immer... Also auch Tag 8? Meine beste Freundin machte sich immer... nochmal? Immer große Sorgen. Eines Tages rief sie mich ganz erschrocken an. Draußen herrschte ein Krawall. Die Befürworter der Abspaltung hetzten die Leute dazu auf, das Rathaus abzufackeln. Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte. Und ich hatte recht. Nichts passierte, zumindest damals. Sogar als täglich von Krawallen und Kämpfen berichtet wurde, versicherte ich ihr, dass dies alles bald vorbei sein würde. Geht so, ne? Was ist denn mit der Kleinen? Klopft da jemand? Das klang halt so, als würde jemand an der Tür klopfen. Wir erwarten einen allmählichen Temperaturanstieg in den kommenden Tagen. In der Tat eine willkommene Veränderung. Ah, das ist sehr gut. Es ist also, wird also noch nicht kalt. Okay, sonst anscheinend keine Infos. Dann machen wir Musik an. So, kannst du dich hinlegen, weil du so hungrig bist? Wir können ja mal bei der Bio von der Kleinen lesen. Kalina, Kriegsweise. Oh, das, Musik ist jetzt so laut. Hallo, mein Name ist Kalina. Wie heißt du? Wir könnten Freunde sein. Jetzt, da alle kämpfen, habe ich nicht viele Freunde. Nur mein Bruder. Er ist mein bester Freund. Er kümmert sich um mich. Und er sagt, dass alles wieder gut wird. Er ist unseren... Onkel suchen gegangen. Der wird kommen und uns holen und uns weit wegbringen von diesen ganzen wütenden Leuten, die gegeneinander kämpfen. Und dann werden Mami und Papi zurückkommen. Ah, wie traurig. Hier steht richtig viel bei ihr. Tag 6. Ich habe Mami und Papi wirklich lieb. Mami singt mir vor und bürstet mein Haar und Papi liest mir gute Nachtgeschichten vor und nimmt mich mit zum Reiten. Ich vermisse sie beide, aber ich verstehe, warum sie nicht hier sein können.
Bruno, Tag 7? Bruno sagt, er hat großen Hunger. Kann er denn nicht einkaufen gehen oder sowas? Tag 9? Letzte Nacht sind ein paar böse Leute hierher gekommen. Naja, es war an dem Tag da. Sie wollten unsere Sachen klauen und uns wehtun. Wieso haben sie das gemacht? Tag 9? Ich habe gehört, wie Markus' Magen laut gegrummelt hat. Ich glaube, er sollte was essen. Ja, süß bist du. Marco haben wir noch gar nicht durchgelesen, ne? Das machen wir aber jetzt nicht. Die Musik nervt mich gerade zu sehr dafür. Und da wir nichts anderes mehr machen können... Oh! Ich bin es wieder. Wir müssen reden. Ach du Scheiße, okay. Ich will die Tür öffnen. Nein, das lässt du sein. Du machst keinen Fremden die Türen auf. Was ist denn los? Vielleicht hilfst du mir wieder. Ich bin es wieder. Letztes Mal ist alles recht gut gelaufen. Ich dachte mir also, dass du mir vielleicht noch einmal helfen würdest. Ich kenne eine reiche Familie, die vor dem Krieg Vorräte horten konnte. Sie weigert sich allerdings zu teilen. Vielleicht sollten wir ihr einen Besuch abstatten. Nee, das mache ich nicht. Du kannst davon profitieren. Komm, ich sag nochmal nein. Nein! Ich hätte eine höhere Meinung von dir. Ciao! Wir plündern keine aus. Das machen wir nicht. Wir sind... Noch geht's uns zu gut dafür. Sowas tun wir nicht. Wir sind zufrieden teilweise. Wir beenden den Tag jetzt. Wir beenden den Tag. So. Du plünderst. Und es sind alle... Haben alle geschlafen. Irgendwie. Also stehen jetzt mehrere Wache. Und du gehst plündern. Lagerhaus. Wir brauchen Waffen. Eine große Menge Waffen. Wir brauchen Waffen. Lagerhaus. Dann gehen wir da jetzt hin. Was ist denn mit dem Reisebüro? Eine große Menge Waffen. Und hier ist nur Vorsicht geboten. Okay, dann gehen wir erst ins Reisebüro. Sollten wir was mitnehmen? Nee, wir gehen da erstmal so hin, oder? Obwohl... Komm, wir nehmen das mit. Wir brauchen eh immer irgendwas. Wir müssen eh immer irgendwas aufbrechen. Also nehmen wir das jetzt mit. Ich bin hier einmal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Ich hielt das damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. Ja. Ist auch immer cool, ne, dass man das erstmal realisiert, wie schlimm der Krieg eigentlich ist. Im Gegensatz zu so einem Schlange stehen. So, ich muss hier vorsichtig sein. Warte mal. Achso, das ist der Ausgang. Weil hier sind auf jeden Fall Leute. Ja, da sehen wir schon welche. Dann müssen wir echt gucken, was wir hier machen. Ich nehme erstmal alles mit. Okay, hier stehlen wir schon. Mal sehen, wo war ich zuletzt. Können wir hier unten lang gehen? Ist hier noch was? Nicht, dass wir jetzt hier nur stehlen können. Das wäre echt scheiße. Oh, hi. Hey, Sie, möchten Sie handeln? Gehen Sie zum Tauschhändler im ersten Stock. Ach so, da ist ein Tauschhändler. Ja, aber erstmal so gucke ich mich hier um. Wir brauchen Essen. Aber ich kann ja nicht handeln. Ich habe ja gar nichts dabei. Wobei doch, ich könnte hier die Sachen weghandeln, ne? Die ich eh nicht mitnehme. Das wäre eigentlich ganz gut. Das machen wir gleich mal. Aber hier geht's auch noch lang. Okay. Waffenteile. Ja. Und das nehmen wir mit zum Handeln. Komm, das nehmen wir mit und handeln das weg. Warte, 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 warte. Die Zigaretten. Handeln wir die auch weg? Ja, komm, ich nehme das mal mit und dann gehen wir mal kurz zum Händler. Bevor wir weitergehen. Hallo. Hallo, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Willst du sie sehen? Ja, ich will sie sehen. Aber viel Nahrung hast du nicht. Hast ja gar nichts. Scheiße. Aber das kannst du haben von mir aus hier. Dann nehme ich was zu essen für. Es reicht nicht. Okay, dann hast du hier noch eine Zigarette. Okay. Warte, die kann ich dir auch noch geben. Dann nehme ich lieber die Zigarette zurück. Sehr großzügig, okay. Warte mal, dann... Okay, was geht noch? Okay, was geht noch? Das geht wahrscheinlich nicht. Kaffee? Zucker? Okay, nee. Alles klar. Wenn nicht mal Zucker geht, dann bleibt das dabei. Haben wir wenigstens etwas Essen gefunden. Dann gucken wir uns hier mal noch was um. Bekommen. Gefunden ja nicht. Wir haben es ja erhandelt.
Dann gucken wir uns jetzt hier mal um, was hier noch so ist. Ja, das nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Waffenteile brauchen wir. Geht es ja anscheinend noch ein bisschen lang. Es scheint auch alles dunkel zu sein und hier scheint auch niemand... Also sie sind nur in der Mitte hier wohl. Ja, noch mehr Waffenteile, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, guck mal hier. Da sind die also. Ja, komm. Wir tauschen das gegen die Bücher ein, ne? Obwohl, wir können mehr Bücher mitnehmen, glaube ich. Okay, hier brauchen wir nicht lang. Auch hier ist auch ein Graffiti im Hintergrund. Okay, hier ist auch nur Holz. Scheint nicht zu sein. Hier geht's zu, aber ist... Da, ja. Und Zigaretten. Komm, da hat sich das doch für den auch gelohnt. Okay, hier würden wir eh nur stehlen. Dann gucken wir jetzt hier noch und dann war's das hier auch. Guck mal, der hat auch eine Waffe in der Hand. Ey, müssen wir echt vorsichtig sein. Okay. Hm. Davon haben wir aber genug. Ich überlege gerade, ob wir das brauchen. Davon haben wir so viel, ey. Dann nehmen wir lieber nochmal Teile oder Holz mit. Komm, Holz. Ah, das haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Seht ihr? War total überflüssig. Und jetzt könnte ich nochmal was mitnehmen eigentlich, aber... Ja. Na, dann renne ich mal zum Ausgang. Aber so ist das halt. Das meine ich halt damit, ne? Es lohnt sich manchmal einfach nicht. Marco ist zurück. Gott sei Dank. Nicht so wie letztens, dass die Zeit abgelaufen ist, ey.